ist gemäß Zeitplan ein Video vom Christoph Rossner fällig. Der Christoph Rossner, darf ich vorher noch ganz kurz sagen, Hanfaktivist aus Bayern, ja, also wirklich ganz, ganz hartes Pflaster, wo der Rossi herkommt, und er hat es da in seiner Heimatstadt in Memmingen schon geschafft, wirklich auch in der Lokalpolitik das Thema Hanf zu etablieren. Das mit einem seriösen Ansatz hat er es geschafft, da auch Kreise zu erreichen, die man eigentlich ganz schwer erreicht. Und der Christoph Rossner weiß, wie es geht, und hat wirklich in Bayern schon viel bewegt, sowohl auf der Aktivistenseite als auch in der Branche. Ja. Der hat sich zum Beispiel, der Cannabis-Bunker, ja, ist eines von Christophs Projekten, großes Pickup für hier, von hier nochmal. Ja, das ging vor Jahren durch die Medien, und ja, der Rossi sagt euch jetzt, wie es geht, im Video. Film ab. Hallo zusammen. Vor 5 Jahren haben wir auf der Hanfparade diese T-Shirts bekommen, und es ist immer noch nichts passiert. Ich bin jetzt 50 Jahre alt, und mir erzählen 44-jährige Frauen, die wissen, dass Cannabis kein Brokkoli ist, Lügen über Hanf. Und wir müssen langsam an einen Punkt kommen, wo wir diese Lügen endlich beenden. Cannabis ist nicht gefährlich. Deutschland säuft sich dumm, Deutschland raucht sich krank, aber Cannabis ist angeblich eine Gefahr für die Jugend. Nein, meine Damen und Herren, Cannabis ist keine Gefahr für die Jugend, sondern die Jugend weiß schon lange, dass Cannabis keine Gefahr ist, sondern Alkohol. Und das ist das Problem, das wir haben. Wir haben hier einen Glaubenskrieg in Deutschland, und dieser Glaubenskrieg sollte aus ideologischen Gründen nicht geführt werden, sondern wir wollen in Frieden hier leben. Alle zusammen wollen wir in Frieden leben. Und deswegen wäre es ganz schön, wenn unsere Bundesregierung endlich Cannabis legalisieren würde. Kommt in die Puschen und macht es. Deutschland kifft. In Deutschland kiffen 30 bis 40 Millionen Menschen. Nicht 4 Millionen, wie fälschlich immer wieder behauptet wird. In Kanada haben sich, nachdem Cannabis legal wurde, 15 Millionen Menschen den Ausweis geholt. Warum sollten ausgerechnet die Kanadier anders sein wie Deutsche? In Deutschland leben aber 80 Millionen Menschen und nicht 35 Millionen wie in Kanada. Also wir haben hier schon eine große Diskrepanz im Verständnis zur Freiheit, und ich hoffe, dass unser Freiheitsgedanken und das aufkommende Rassismus-Thema auch endlich mal bei Cannabis durchschlägt. Weil Rassismus und Cannabis oder Drogen, Verbote sind ein und dasselbe. Hier werden nämlich Menschen diskriminiert, die sich nicht diskriminieren lassen wollen, wegen Hautfarbe, Konsum oder irgendwelchen anderen Sachen. Und wenn hier Ideologen weiter meinen, die Menschen unterdrücken zu müssen, dann haben sie leider den falschen Weg gewählt, weil wir wählen den Weg des Friedens, und deswegen Peace, legalize it, und wir schaffen das. Ja, ich fange einfach mal an, und dann werde ich schon sehen, ob unsere Community das hört. Rossi, erstmal herzlich willkommen zur diesjährigen Hanfparade, und schade, dass du nicht hier sein kannst. Du kommst ja, schade, ich wäre auch gerne ins große Bild gekommen, weil bei euch oben immer so ein bisschen Nacken zeigen und Gesicht zeigen ist immer wichtig, und auch für uns Bayern. Wir wissen ja, wenn wir alle zusammenhalten und an einen Strang ziehen, dann funktioniert es, wie auch der Andreas ja vorher schon gesagt hat. Meine Frage an dich, oder meine erste Frage an dich, du bist auch für den Hanfverband Memmingen aktiv, richtig? Nein, ich bin nicht mehr für den Hanfverband Memmingen aktiv, weil ich bin hier jetzt also sozusagen alleine Kämpfer. Wenn die Hanfverbandsachen und die Hanfverband, wir haben noch in großen Städten, und die macht quasi hier nur noch so für mich alleine Sache. Und das ist sozusagen eine Sache mit Leuten, die aktiv sind, die hier mithelfen. Und wir sind einfach ein loser Haufen von Leuten, die alle aktiv sind. Da sind Patienten dabei, genauso wie Aktivisten vom ganzen Spektrum, von Landwirten bis über Patienten, also das ganz weite Fächer. Kannst du näher ans Mikro gehen vielleicht? Ich glaube, das ist ja immer noch ziemlich... Ich kann noch lauter schreien, also so geht's auch. Was macht momentan, du hast ja auch für die WHO in den vergangenen Jahren, warst du ja in Wien tätig sozusagen, du hast da
Zur CBD-Neubewertung durftest du da präsent sein. Was gibt's, welche Neuigkeiten gibt es aus Wien von der WHO? Also von der WHO gibt es halt neue Sachen in Richtung, dass die immer noch nicht genau rausgeben wollen, was jetzt Sache ist. Sie haben also schon wieder mal im Hintergrund entschieden und machen da wieder heimlich irgendwelche Sachen. Und man fragt sich, warum wird ausgerechnet dieses wichtige Thema, das alle interessiert, immer so hinter einem nebulösen Vorhang diskutiert. Ja, und da merkt man ganz deutlich, wie halt die Lobbyinteressen und Wahrnehmung von bestimmten wirtschaftlichen Kreisen massiv Einfluss nehmen. Das ist aber nicht nur bei der WHO so oder bei der UNO, das ist auch bei unseren wirtschaftlichen Politikern so. Wenn man probiert, hier im Wirtschaftsministerium oder in bestimmten anderen Kreisen die Wichtigkeit von Hanf als wirtschaftlichen Faktor zu unterbreiten, keine Reaktion, man spricht immer auf diese drei Äffchen, die halt nichts hören und nichts sehen wollen, aber sie können sich da nicht mehr lange davor verschließen, denn weltweit haben wir ja, wie ja alle besser wissen, wie alle anderen bei uns fast alle anderen bei uns in der konservativen Politik, dass Hanf ein Riesenthema ist. Und ich verstehe nicht, wie man in so ein wichtiges Thema immer nicht beleuchten möchte. Aber wir wissen ja im Grunde, warum es so ist. Es ist hier ein wirtschaftliches Interesse am Laufen und wenn man hier als grüner Mensch versucht, hier auch ein wirtschaftliches Paket zu schnüren und zu machen, wird man massiv behindert. Und das ist quasi für mich ein Zeichen, dass hier quasi gar nicht verstanden wurde, wie wichtig Hanf ist. Das hat meiner Meinung nach gar nicht so viel mit einer Gegenlobby zu tun, die das irgendwelche ideellen Gründen hatte. Vielleicht bei der Frau Lustig, die aus Bayern ist. Aber bei den anderen ist es wirtschaftliche Interessen. Und da werden halt nur mit bestimmten Sachen argumentiert. Und hat hier in Bayern mit unserer guten Druckbeauftragten haben wir Probleme. Machtprobleme die Frau, anstatt sie zu verhindern. Das kann man sich auch bestätigen. Wenn die Frau ehrlich mit dem Thema umgehen würde, dann hätten wir schon lange eine ehrliche Lösung gefunden, die alle Betroffenen zu dem bringen würde, was sie möchte. Nämlich in ihrem Leben. Das ist ja einfach das, was wir alle wollen. Also wir sind ja keine Patientenkonsumenten. Wir sind Menschen, die hier auf dem Planeten in Ruhe leben wollen. Ja, wie denkt denn das den Politikern bei? Denn mit Logik scheint das nicht zu gehen, denn wer logisch argumentieren kann, tut ja keine Falschinformationen verbreiten, wie die Drohnenbeauftragte an die CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten. Einfach Zahlen, die in die Irre führen und nicht die Realität widerspiegeln. Wie schafft man das, dass ja, eine Mehrheit merkt, dass hier nicht mit offenen Karten gespielt wird, dass den Leuten hier was vorgegaukelt wird. Man muss hier eine breite Öffentlichkeit schaffen und man muss hier vor allem mit wissenschaftlichen Argumenten mal in einer größeren Öffentlichkeit nach vorne kommen. Aber man merkt hier immer wieder, in bestimmten Kreisen hat sich jetzt auch in den letzten 15, 20 Jahren ein bestimmter Business eingepegelt. Man will eine bestimmte Situation haben, weil es gibt Menschen, die verdienen mittlerweile an Legalisierungszirkus, so wie ich das auch nenne. Es gibt viele Veranstaltungen, die sprießen aus dem Boden, es geht hier um Cannabis-Legalisierung, aber im Endeffekt ist das ein Business für sich, dass die Cannabis-Legalisierung hält. Wenn man hier mal aggressiver und mal auch in eine andere Art nicht immer nur politisch korrekte Aktionen machen würde, sondern mal sich mit Guerilla-Aktionen mal nach außen drängen würde, dann hätte man aber nach außen auch wieder ein anderes Bild und würde radikalisiert werden. Deswegen ist eigentlich der Weg, den wir gewählt haben, der friedliche, der bessere. Man muss mit Informationen und Wissenschaftlichkeit nach außen gehen. Also wissenschaftliche Argumente und Argumentationen, die das unterlegen, machen wirkliche politische Fehlinformationen auf lange Sicht kaputt. Und das merkt man bei der Frau Morn, da hat man das gemerkt, bei der Frau Ludwig merkt man es. Wenn sie jetzt mit ihrer Brokkoli-Sache gekommen ist, Hans, ganz deutlich, man hat es gesehen, sie wackelt, sie kann nicht mehr, sie steht an der Wand. Und wenn wir jetzt weiterhin diesen Druck erhöhen, dann wird dieses Blütengebäude irgendwann mal zusammenbrechen. Aber wir dürfen jetzt nicht aufhören. Und ich finde es toll, dass ihr jetzt diese Veranstaltung ins Internet gezogen habt und nicht versucht habt, die Parade auf der Straße zu machen. Weil da hätten wir jetzt Gegner, die da richtig viel Futter geliefert. Es ist zwar bitter, aber andererseits kann man das jetzt replizieren, man kann es anders im Netz threaden und beim nächsten Mal hat man vielleicht die Möglichkeit, beides parallel zu machen. Man kann vielleicht die Show gleichzeitig real und im Netz auf
Gedanken und der weiße Brand. Das ist eben das, was wir machen müssen. Wir müssen die Meinung verteilen und wir müssen das aber mit einer wissenschaftlichen Basis machen. Und deswegen rufe ich auch immer alle auf, bleibt fair. Die Frau Mordler kann nichts in der Ideologie, sie ist so entzogen worden. Sie ist eine Mutter, sie ist eine Mama, sie möchte ihre Kinder schützen. Sie glaubt, dass Cannabis böse ist und ihre Mama möchte Kinder vor was Bösem schützen. Aber ich bin nicht ihr Kind. Ich bin 55, ich bin 50 Jahre alt. Ich werde 55 in 5 Jahren. Und ich würde gerne in 5 Jahren erleben, dass wir legal bei uns kiffen können. Aber nicht unter einem Zwang, dass ich dann vielleicht mit einer Auflage belegt werde, weil ich irgendwo in einem Bereich gekifft habe, der dann nicht erlaubt ist, dass ich dann eine Ordnungswidrigkeit habe. Weil ich kriege ja, wenn ich irgendwo Bier trinke, auch nicht eine Ordnungswidrigkeit. Also wir müssen schon immer argumentieren, dass wir sagen, wir wollen für dieses gute Kraut Hanf eine Gleichstellung. Und die Gleichstellung muss überall Gleichstellung sein, auch auf der Konsumebene. Und wenn Bier bei uns ein Lebensmittel für 16-Jährige ist, dann ist es Cannabis ab 12. Also müssten wir mal schauen, dass wir vielleicht Alkohol ab 21 machen und Bier ab 18. Aber da schreit die Bierlobby. Und da haben wir wieder dieses Lobbyproblem. Die Lobby hat hier Macht, die kann hier was erzeugen, die kann Werbung reinbringen. Dann machen wir halt keine Werbung wie Bier, das Alkohol hat, sondern machen alkoholfreie Bierwerbung. Aber im Hintergrund ist es Bierwerbung. Aber für Cannabis darf man nicht werben. Ich darf jetzt nicht sagen, Cannabis ist gesünder wie Bier, deswegen wäre es cooler, wenn alle kiffen. Das darf ich nicht sagen. Ich habe da im Land eine Meinungsfreiheit. Aber wenn ich das als Werbungsmeinheitbuch vertreten würde, hätte ich ein Problem damit. Aber Sportler dürfen mit einem Bier in der Hand gefilmt werden und man suggeriert, hey, Bier ist gesund, wenn du Sport machst. Stimmt nicht. Ich habe sehr viele Freunde an Pankras-Karzinom verloren und die waren alle sehr sportlich. Aber die hatten alle eine Whisky-Sammlung im Schrank. Ja, das ist halt eine Problematik hier bei uns. Ja, du hast ja schon gesagt, auch ein bisschen radikalisieren. Wir haben nächstes Jahr 50 Jahre BTMG und ein paar Wochen bevor das BTMG in Kraft getreten ist, nämlich Weihnachten 1971, am 4. Dezember vom gleichen Jahr, wurde Georg von Rauch von der Polizei erschossen. Georg von Rauch war eine der lustigsten Figuren bei den umherschweifenden Haschrebellen. Mal Haschrebellen in die Website eingeben. Und die haben Spaß, das war die Spaßguerilla, nicht die harte rote Armee-Fraktion, sondern eher die, die eben auf der Spaßfraktion waren. Und der hat das mit dem Leben bezahlt. Und als er, das war in Schöneberg, so zwischen Fuggerstraße und Taunzie und von einem Zivilpolizisten. Da gab es Zeugen, die haben das vom Balkon beobachtet. Die wurden vom Gericht nicht zugelassen. Da waren Geheimdienstbeamte in der nächsten Umgebung, wo so das passiert ist. Also, dass Polizei und Geheimdienste nicht immer ganz koscher handeln, ist nicht neu. Das war schon in den 70er Jahren so. Und ich denke mir, es ist wirklich Zeit, dass eine Kommission die Entstehungsgeschichte vom Betäubungsmittelgesetz und wie das damals nach der Erschießung von Benno Ohnesorg 67 auf einmal schnellten, vor allem die Verhaftung von Jugendlichen und von ja, Minderjährigen, unglaublich in die Höhe brauchte Schlagzeilen und hat eine Riesenpropaganda gemacht und das war eine, ja, eine sehr dunkle Zeit eigentlich in der bundesrepublikanischen Geschichte. Und diese 50 Jahre danach, ein halbes Jahrhundert später, das historisch aufarbeiten, was ist eigentlich von Mitte der 60er Jahre und in der Folge in Deutschland passiert, dass es so weit kommen konnte. Denn das war auch die Erschießung von Benno Ohnesorg durch den Polizisten Kurach. Das war der Stein des Anstoßes zur Gewaltausbreitung dann an den Universitäten und der Radikalisierung. Aber es war ein staatlicher Startschuss und auch beim Georg von Rauch. Und wir waren vor 10 Jahren da oder 9 Jahren
im Gedenken. Und da kamen auch andere Leute. Es gibt Leute, die sich noch erinnern, das aufzuarbeiten und öffentlich zu machen. Ja, das ist ganz wichtig. Und vor allem ist es wichtig, aufzuzeigen, weil wir wissen es, dass unser BTM, wie du schon gesagt hast, das jetzt schon 50 Jahre alt ist, dass unser Betäubungsmittelgesetz die direkte Folge des Nazi-Gesetzes war. Das war das Opiumgesetz. Und das Opiumgesetz wurde ja auf Gewirken von Herrn Entlinger damals von der UN und dem Ganzen erst erzeugt. Und aus diesem ganzen Komplex, dieser rassistische Komplex, der da dahinter steckt, der wird bei uns nie angesprochen. Wir haben nie die Möglichkeit, hier auch mal zu sagen, dass im Dritten Reich bei den Nazis Drogenkonsumenten verfolgt und getötet wurden. Für die wurde extra das Opiumgesetz verändert. Das hat zum Beispiel Dr. Tillmann Heutzer in seinem Buch ganz toll analysiert. Und wenn man sich anschaut, was der Tillmann da geschrieben hat, es ist einfach Wahnsinn, dass das heute unser Gesetz ist. Was wir als Betäubungsmittelgesetz haben, ist eine direkte Folge des Nazi-Verfolgung von Menschen, die nicht in ihr Rassebild gepasst haben, weil sie volksschädliche waren, Suchtler, Rauschgiftler, kaputte Penner oder halt Gammler. Das hat sich bei uns dann bis in die 70er Jahre, wie du gesagt hast, dann ins BTM reingezogen. Und dann sind die auf einmal, diese Gammler wurden dann auf einmal psychisch gestörte Menschen. Und das ist also eine ganz kranke Sache, die da immer noch läuft. Und wir mussten das mal aufarbeiten, wie du sagst, auf welcher Basis unser BTM eigentlich fußt. Wir haben ja eines der letzten großen Nazi-Gesetze da, das also wirklich auch nicht gerade sind. Ja, ich habe eine Tonhörung. Ja, also Rossi, ich glaube, du hörst mir zu. Ich kann dich jetzt nicht mehr hören. Ich muss da, muss ich einfach auch mal meine Meinung zu sagen. In meinen Augen das Buch von Tillmann Holzer wirklich auch sehr empfehlenswert. Das Opiumgesetz gab es aber schon vor den Nazis. Und im gesamten Dritten Reich gab es übrigens nicht eine Verurteilung wegen Cannabis. Ich habe mich da mal schlau gemacht. Im Dritten Reich hier ist Leute, die Opiate nehmen wollen. Massiv verfolgt, auch massiver als zu Zeiten der Weimarer Republik. Aber Cannabis-Opfer gab es nicht. Ja. Das Hanfanbau war ja auch sehr weit verbreitet. Gegen den Knaster hat auch der Führer nichts gehabt. Ja, so war es nur. Ja. Kann man halt nichts dran schöneln. Und eben, also Cannabis-Verfolgte gab es unter den Nazis nicht einen. Ja. Ich hätte mir gewünscht, einen zu finden im Rahmen meiner Recherche. Aber leider, es gab unter den Nazis nicht ein Urteil wegen Cannabis. Ja. In der Weimarer Republik gab es übrigens auch nur sehr wenige, aber die Nazis sind dann wirklich vermehrt gegen Leute, die illegale Opiate nehmen oder genommen haben, vorgegangen. Und ja, danach gab es den ersten Cannabis-Verurteilten 1948 in Deutschland. Waren Angehöriger der US-Army. Ja, das war im Prinzip nicht nach deutscher Rechtsprechung. Und die ersten Cannabis-Fälle gab es dann erst wieder in den 1960er Jahren in Deutschland im Zuge der Hippie-Bewegung. Ja, dann kam dann halt, hat die Polizei überhaupt erst mitbekommen, dass es sowas gibt, was das ist, wie das riecht und wie böse das dann ist. Okay, Rossi, vielen Dank. Ich denke, der Georg steht schon in den Startlöchern. Ich hätte gerne vielleicht im Chat noch ein bisschen Feedback, ob das mit dem Ton jetzt so ein bisschen besser war. Ich bin wirklich sehr unglücklich deswegen, dass wir halt auch dann, ja, es fällt ja alles auf die Kiffer zurück, furchtbar. Okay, und deswegen bitte noch ein bisschen Feedback, vor allen Dingen, wie das im Interviewton ist. Ich weiß, unser Ton steht jetzt halbwegs, aber wie das im Interviewton ist, sind wir uns immer noch nicht so sicher, wie das nach draußen kommt. Und in diesem Sinne, wir machen jetzt gleich erstmal weiter mit einem kurzen Einspieler vom Georg Wirth. Rossi, vielen Dank nochmal nach Memmingen. Ja, Grüße an das südliche Bayern und das schöne Allgäu und einen schönen Tag noch und danke für deine wirklich klaren, erläuternden Worte. Gut, okay. Legalize it.